Sattel. Moin moin und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen, chilligen, ruhigen Runde 7 Days to Die mit der Warzog-Mod hier. Wir sind noch im Wasteland, gleiches 4 Uhr, das heißt, wir können loslegen. Freut mich, dass dir die letzte Folge so gut gefallen hat. Ne? War echt mega. Hat Spaß gemacht. Habe ich auch wieder in den ganzen Kommentaren gesehen. Da sind wir schon beim ersten Punkt wieder. Ne? Dann grüßen wir mal Elicraft, den lieben Rinaldo wieder. Hello Mike, den Rolf wieder. Und den Thomas. Viele, viele coole Kommentare. Sehr nice Videos. Unterhältst mich mit deinen Videos immer sehr. Vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Ich muss mich bei euch bedanken, ja, dass ihr immer schaut. Ne? Sandman Ede, nur fliegen ist schöner. Oh ja, das haben einige geschrieben hier. Der Rinaldo hat das geschrieben. Wer war es noch? Lilith, der Rolf hier. Genau, Motorrad-Stunt-Driver. Wo wir in die Schlucht gefallen sind. Ne? Sehr, sehr gut. Wenn du jetzt nur die Folge hier siehst, guck dir die vorherige Folge an und schaust dir an, was da passiert ist. Was ging dem Gangster-Zombie durch den Kopf? Na, der Erdbohrer. Genau. So, ja, zweiten Superhändler haben wir auch gefunden, ne? Sehr schön. Zigarre können wir uns auch bauen für mehr XP. Stimmt, müssten wir mal machen, ne? Dann könnten wir mal wechseln. Obwohl, wir haben ja die Brille, ne? Oder stackt das dann? Haben wir dann 20, wenn wir hier gucken? Oder nee, du kannst ja hier nur hier Brille oder Zigarre anziehen, ne? Wenn die Zigarre natürlich 10% hat, könnte man mal überlegen, die zu machen, ne? So, und dann war hier noch eins vom, von Hello Mike, ja? Könnt ihr mir von dir auch gut ein Hörspiel vorstellen? Ich finde, du hast eine gute Erzählstimme. Okay, erstmal danke für das Kompliment. Aber Hörspiele, selber habe ich keins und ich denke mal, kann man ja nicht so einfach herstellen, ne? Ich denke mal, wenn man jetzt einfach irgendein Hörspiel nimmt und das vorspricht, ich glaube nicht, dass das rechtlich in Ordnung wäre, ja? Das dann einfach als Mindset zu verkaufen und da, keine Ahnung, Werbung reinzumachen und sonst was, ne? Ich glaube nicht, oh, Halleluja, dass das in Ordnung wäre. Packen wir mal hier unten hin. Wie geil ist das denn bitte? Uah. Wir haben einen Akkuschrauber. Juhu. Das ist dann das Problem, ne? So. Also. Da oben waren wir auch dran, ne? Ach, wir können jetzt so hochspringen dank Dingens, ne? Wir müssen nur gucken. Ich habe gerade gesehen hier, guck mal. Die Wumse ist halb kaputt. Und wir haben kein Repair-Kit mit. Und auch kein, hier drin. Nee, danke. Wir durchsuchen die jetzt einfach. Ja, aber ich schmeiß das immer raus, damit die neues Zeug drin spawnen kann. Und wir haben kein Repair-Kit mit und auch keine Nahkampfwaffe. Das heißt, wenn die kaputt ist, haben wir nichts mehr, um uns zu verteidigen. Das wäre ein bisschen doof, ne? Deswegen müssen wir gucken, wie weit wir hier kommen. Nach Möglichkeit. Am Motor kannst du noch mitnehmen. Nicht so viel hier. Oh, das gibt Messing. Räder, okay. Hier, ob hier nicht irgendwo Minen sind und der ganze Käse. Das lassen wir mal, aber wo ich da... Also wieder hier, Kermit wieder. So, was wollte ich sagen? Genau, wo ich das gerade gesehen habe, wir müssen auch mal in unsere Bleimine, die habe ich jetzt so schön markiert und wir waren noch gar nicht drin. Ne? Aber erstmal sind mir heute die, da hinten ist der Fetti, sind mir die... Meine Güte, die Rezepte wichtiger. Aha. Radiated Phantasma. Ein fantastisches Phantasma hier. Müssen alles durchsuchen. Also werden wir heute, denke ich mal, tutti completi hier. Ruhe, Ruhe. So, da ist die Kiste ganz. So, heute nur im Wasteland rumrennen und Rezepte suchen. Schwupp, schwupp. Wenn es gar nicht geht, müssen wir halt, Rucksack, wow. Nein. Hey, Level 100. Uhaha. Das ist der wieder. Müssen wir halt, da ist der Händler. Ruhe. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich wollte, ne? Der Rooster. Hüpf, hüpf. Ah, wir haben 4:48 Uhr, der hat sowieso noch nicht auf. Da waren wir drin. Wir können auch mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Dann sind wir etwas schneller. Verbrauchen unsere Ausdauer nicht. So.
Master, we are not alone. Also, wir sind nicht allein. Aber wieso das denn? Schon wieder ein Rucksack. Geh weg. Du stinkst. Wo ist der Hund? Da hinten. Ah. I knew it. So, schön, wenn die schlafen, ne? Der fällt einfach durch die Decke. Juhu, wo will er hin? Sonst greifen die immer an. Er geht laufen. Klar. Weiß genau, er kriegt aufs Maul. Haben den echt getroffen. Wie weit geht das Ding? Upp. Hallo. So. Wir wollen ja nur Rezepte suchen, ne? Hühner hier, ey. Steht denn auf der Toilette steht das Zeug, okay. Stumpi, Stumpi. Die Hühner sind mir gerade egal. Kann man essen, braucht man nicht. Den Rest können wir mitnehmen. Gibt's hier irgendwas? Handtasche, da sind nochmal 6 Dollar drin. Wir könnten ja um 6 Uhr zum Händler gehen und gucken, dass wir da vielleicht was gekauft kriegen noch. Wow. Eine M60, genau. Reflexzielmod. So, diesmal bitte nur die Kiste einmal aufmachen, nicht wieder ganz kaputt hauen. Bunkerknacker-Mod, hatten wir die schon? Die haben wir die, glaube ich, schon drin, ne? Nein, die haben wir hier noch nicht drin. Nice. Dann rein da. Umso besser. Kriegen wir die hier drauf? Verändern? Ich glaube, hier haben wir keinen Platz mehr, ne? Ne. Was könnte man hier rausnehmen? Hier rausmachen? Ach, kannst du gar nicht drauf machen. Okay. Na toll. Hier können wir die drauf machen. Ich weiß, hier können wir die nicht drauf machen, ne? Guck. Weil dafür gibt es auch extra Mods in der Workbench. Die haben ihre eigenen Mods. Das hier drauf machen. Hier könntest du es drauf machen. Abschließen. Dann könnte man das nämlich mal tauschen hier. So und so. Wir haben ja 3 Schuss, ne? Sehr gut. Incoming enemies, prepare for conflict. Was? Der lebt noch? Haben wir die nicht gerade gekillt? Ja, das ist sehr gut. Dann hüpfen wir mal rüber. Guten Tag. Alter. Also Parcours 4 gefällt mir. Das ist sehr gut. Schon wieder ein Korb hier. Ah, nice. Sehr nice. Sehr nice. Gut. So, dann mach mal zu. Das ist aber der normale hier. Das ist nicht der Superhändler. Oh, mal gucken, was der hat. You trying to wake the dead? Ah, kein Problem. Natürlich kann ich die wach machen. Will nicht so rum, ey. Was ist das hier? HD Ammo Bundle 45mm ACP. Okay. Den kannst du verkaufen. Den kannst du verkaufen. Den kannst du verkaufen. Den kannst du verkaufen. Gucken wir mal alles weg hier. Die hier können wir komplett verkaufen. Gibt auch gut. Hattet ihr ja geschrieben, ne? So. Ne, das können wir verkaufen, weil brauchen wir eh nicht mehr. Hier hoch, die können wir verkaufen, weil die gibt nichts. Jetzt nochmal gucken hier, wie viel haben wir denn jetzt? 71.000 haben wir jetzt. 71.000, okay. Sieht aber nicht nach viel aus hier. Sieht nicht nach viel aus. Definitiv nicht. Und hier ist das Zeug, was wir verkauft haben. Okay. Ein 4er Basie. Klingenfallen. Da gibt es, glaube ich, auch HD-Klingenfallen. Ne? Und, wie heißt es hier? Morgendraht-Zaun.
Müssen wir mal gucken. Kennt er das noch? Fertige M60 Maschinengewehre. Ja, jetzt haben wir einen 6er, jetzt brauchen wir es nicht mehr. 10% mehr Schaden an Berglöwen, das interessiert mich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Buggy, Dirtbike, Stahlaxt, Swathelm, ne, MP5, taktisches Sturmgewehr. Immer nur Waffen, ne? Fahrzeug-Sitzplatz-Mod. Interessiert mich nicht. So. Aber der Kollege hier, der hat doch zwei, kommen wir da so hoch? Nein. Schade, der hat doch zweimal einen Dingens hier. Ach, da steht das große radioaktive Schwein. Wenn wir das in Ruhe lassen, tut uns das auch nichts. Nichts drin. Und ich glaube hier hinten, ne? Was hier drin? Das bist du, Droni. Ich wollte gerade sagen. Kommt das Schwein jetzt doch oder was? Puh. Und hier, ne? Auch nichts drin. Sehr gut. Was ist dein Problem? So. Aber irgendwie ist hier nicht viel mit Rezepten, ne? Wer hat die Spinne gekillt? Weiß keiner. Wir sollten vielleicht mal unser Motorrad wiederholen gehen. Ach, ein Hund! So. Steine kannst du behalten. Cool. Echt jetzt, jetzt muss der wieder neu tanken. Ach ja, wir haben ja eine neue Dingens reingetan, ne? So, was ist hier Orleans. Was denn hier drin? I've got a bad feeling about this. Warum? Ruhe. Hallo? Da ist aber Zeugs drin. Geh weg. Geh weg. Komm rein. Der Käse ist weg. Sieben Nägel. Wow, einmal Papier. Wir haben echt Pech hier, ne? Hier droppt gar nichts. Oder hier findest du nichts. Shredder-Munition. Holz. Jetzt finden wir sogar schon Holz. Es wird immer besser. Ah, was war das? Bauplan-Verbandkasten. Wow, mal was, was wir noch nicht kannten. Ich bin begeistert. Ist nichts drin. Ah, echt Pech. Ruhe. Ist da drin? Ein Lag ist da drin. Unbedingt. Dann kannst du mal mitnehmen. Wir tun die mal gerade reparieren, ja, weil die so gut wie kaputt ist. So. Da könnte man vielleicht auch mal eine 6er finden jetzt demnächst. Das wäre ganz gut. Hm. Ich muss sagen, so toll ist die Stadt hier nicht. Was jetzt, Dingens angeht. Muss ich mal gucken. Es gibt auch ein Gebäude, die Warzug Library. Die müssten wir mal finden. Die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Da gibt es immer schöne Sachen drin. So, hier ist das Haus. Da gibt es obendrauf, ja, den, den Lululut da. Master, we are not alone. Ich? Aha, erstmal. Waren wir hier schon drin? Gucken. Alter, dein Ernst. Nur so ein Käse.
Hallo. Ah, siehst du mal, hier waren wir schon drin. Das Haus zerlegen hier. Ah, das passt aber. Können wir essen. Das kennen wir noch nicht. Stockstäbe nutzen sich 20% langsamer ab. Brauchen wir nicht wirklich. Aber da haben wir wieder irgendwas komplett fertig. Frag mich nicht was. Warum krabbelt der denn hier rum? Hallo? Was ist nicht richtig mit denen? Wer da drin? Ich sehe niemanden. Okay. Ja. Ganz schön miese Brise hier, ne? Hier ist ja gar nichts. Wir brauchen eine bessere. Die blöde Spinne da, ey. Ah, eine 6er Starlax. Wer sagt's denn? Weg, du blödes Vieh, ey. Hier auf unser Motorrad geschossen hier, ne? Gegen dem Kackvieh. So, zeig mal. Ist hier denn nichts? Oh! Radioactive Man! Gut, dass der gesessen hat und erstmal aufstehen musste. Mr. Waschiwaschi auch. Echt jetzt, Mensch, weg. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? So, hier sind die Fässer übrigens hier, ne? Brass Wire. Sehr geil. Da kriegst du viel, viel Messing raus. Ja, hat man schon letzte Folge gesagt und Tipps in den Kommentaren bekommen, ne? Kannst du hier nichts mehr rausholen. Wir können mal gerade hier tauschen. Warte mal, verändern. Hol mal raus das ganze Zeug. 1, 2, 3. Jetzt haben wir die natürlich gerade repariert gehabt, ne? Ah, das ist wieder ärgerlich. Aber wir haben ja 16 Stück, da geht das. So, lass mal gucken. Die hat Blockschaden 116,3 und die hier 142. Okay. Verändern. Dann kommt das noch da rein. Hat die noch mehr Blockschaden? Nämlich 168. Können wir hier auch mal gerade reparieren. Was soll's? Ah, sehr gut. Okay. Dein Ernst? Wie fies ist das denn? Hier drunter ist der ganze Loot. Jetzt springen sie alle da rein. Warum werdet alle wach? Das ist ja cool gemacht. Ich jetzt zum ersten Mal. Da kommen sie alle. Komm schon, werdet wach. Lebt ja noch. Dieser Möb da. Mach mal weg. So, was hier drin? Oh, da haben wir wieder eins. Gott sei Dank. Auch wenn wir es schon kennen. Schade. Der kommt, war mir klar. Wo geht's denn hier rein? Irgendwo muss doch hier eine Türe sein, ey. So, das lassen wir alles mal. Was? Allen Seiten hier. Kann es sein, dass hier wieder eine Wanderhorde kommt oder so?
immer noch. Was ist denn da nicht richtig mit denen, ey? Wie lange die leben? Wow, ein verkohltes Wildbret. Geil. Erzfeind. Einfach nur Erzfeind, sage ich. Aha. Natürlich, direkt vorm Bett, weißt du. Mhm. Können wir ausprobieren jetzt. 12 Schraubenfedern hier raus. Geil. Das ist krass. Das ist krass. Kannst du drin lassen. So, sind wir überladen? Ja, 2 sind wir schon überladen. Das heißt, wir müssen irgendwas rausschmeißen. Das Ding und das Ding. Ich weiß, es gibt Geld, aber was soll's. Da ist noch einer. Mal nachladen hier. Geil. Gefällt mir. Können damit auch durch die Gegend ballern. So, hier waren wir. Ja, irgendwie, ne, außer Spesen nichts gewesen hier. La 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 la. Wo sind wir hier überhaupt? Lass mal gucken. So, da oben rennen wir rum. Wie weit geht das hier noch hoch? Sehr weit. Dann könnten wir eigentlich mal rechts rum, hier auf die große Straße und da einfach weiterfahren und gucken, ob wir noch eine zweite Stadt finden. Ich glaube, das machen wir. So, dann haben wir nämlich auch wieder unseren, ich nenne es mal freundlich Gammeltag, ja. Wo wir nur rumfahren und die Gegend ballern und Rezepte suchen und so. Haben wir dann abgehakt. Dann müssen wir nach der Folge hier, muss ich wieder nach Hause kommen. Und dann müssen wir halt die nächsten Tage wieder reparieren, zusehen, dass wir es aufgewertet kriegen, noch eine Stufe höher. Und, ja, ne? Dann vielleicht bei uns noch ein paar Aufträge machen und Ressourcen sammeln. Ist irgendwas runtergefallen? Keine Ahnung was. Steht da noch nicht mal irgend so ein Guffelauto auf der Straße, wo man reingucken könnte, ne? Nö, da hinten sind Gebäude. Dann gehen wir da doch mal gucken. Auch noch eine Stadt gefunden, würde ich sagen. Wenn es nur ein paar... Juhu. Mach Platz. So, wenn es nur ein paar normale Häuschen sind. Ja, ganz ruhig. Hier vielleicht rein. Hier kommst du garantiert rein. Weg ist er. Auch geil. Voll die fette Tür und dann hier so Holz. Hast du auch wieder was gehört? Da geht's runter. Oh nein. My senses have picked up something. What? Da oben ist doch der Loot. Mac Speck. Alter, wir springen fast komplett hier hoch. Wir springen fast komplett hier hoch durch den Parcours. Wie krank ist das? So, lass mal gucken. Machen wir mal gerade so, ja. So, Achtung. Bup, bup. Sehr schön. Das gefällt mir. Akrobatischer Loot hier. So, was haben wir denn hier? Lass mal gucken. Irgendwelche Teile, die kein Mensch mehr braucht gerade. So überladen jetzt. Schade. Was haben wir hier? Braucht auch niemand. Braucht auch niemand. Ah, ist doch doof. Wir haben auch noch Schwein. Wir haben auch noch Schwein. Wir haben sie gefunden. Einfach so. Wie geil ist das denn bitte? Nice. Sehr geil. Wuhu. Das gefällt mir. So, was hier drin? Hat sich das mit dem Überladen nämlich erledigt. Auch mit unserer Knarre hier, die fast kaputt ist. Tschüss, dann gehen wir nämlich jetzt nach Hause.
an hier los? Gibt's was umsonst? So, Bahnänderung. Ist jetzt natürlich weit, ne? Das heißt, wir werden jetzt mal nach Hause gehen. So, da hinten. Beziehungsweise, ich werde jetzt mal nach Hause gehen, weil die Folge schon fortgeschritten ist. Und wir sehen uns jetzt gleich sofort wieder. Kurzer Einwand noch. Da hinten ist ein Verbrannter. Guck dir das hier an. Wir haben auch noch Glück, ne? Superhändler Nummer 3 hier. You've got the best prices in the wasteland. Das ist unglaublich. Wo holen wir die her? Wo holen wir die ganzen Superhändler her? Das ist jetzt der dritte Superhändler. Gucken wir mal. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ne? Der hier ist aber ein bisschen oh, weil hier können die Zombies auch einfach rein. Aber nichtsdestotrotz gucken wir mal gerade, was die hier haben. Vielleicht fehlt mir doch noch ein Hubschrauber. Wer weiß, ein Hubschrauber, ne? Old Semi-Body, Red Chassis, nein, aber den wollen sie irgendwie noch nicht so ganz. Bleh. Kennen wir alles schon. Warum sind denn da nur die in den Büchern? Wollen das mal einer verraten? Was ist denn euer Problem hier? Ihr Problem ist, dass sie durch den Boden backen. Was verstrahlt mich denn jetzt hier? 2-1, schmeiß mich weg. Oder war das vergiftet? Keine Ahnung. Ach, das war die Drohne. Ich dachte gerade, wow. Okay. So, was hast du denn hier? Red Bike Parts? Nein. Schießpulver? Nein. Können wir selber machen. So, da sind wieder Reparaturkits. Dann müssen wir jetzt hier natürlich noch gerade gucken. Luftfiltermin. Hier ist nichts. So, hier ist auch nichts. Ne? Nö, fortgeschrittener Blasebalg. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Können wir ja schon selber bauen. Da waren wir schon. So, Sherp Chassis. Nein. Golfkart. Nein. Nö. Gefechte in der Stadt. Nö, Hot Rod, Buggy Chassis. Come back tomorrow. We get new goods daily. Ja, auf jeden Fall. Nur noch mehr Bücher. Ah, hier sind wenigstens Sachen drin, die wir noch nicht kennen. Wir sind sowas von überladen. So, was hast du hier? Nichts Besonderes, ne? Nichts Besonderes. Ich gucke jetzt nur spezifisch nach dem Hubschrauber. Gibt ja zwei, einen kleinen und einen großen. So, einmal den MD-500, diesen kleinen weißen. Und dann den großen schwarzen UH-60 Blackhawk. Den ich persönlich cool finde. Ja. Hier, MD-500 Accessoires, die kosten schon 45.000. Dann werden wir den komplett nicht kaufen können, wetten wir. Wenn wir ihn finden sollten. Sorry, I didn't have what you needed. Ich war hier nicht rum. Master, we are not alone. Oh, ich glaube, wir sind jetzt durch. Oh, sowas von. Weg mit deinem Arm. Da liegt's. Ja, jetzt sind wir einmal im Kreis. Jo, ist hier vielleicht noch Honig drin? Nein, Bienen, die können wir später selber züchten. So. Jetzt aber ab nach Hause und bis gleich. So, Home Sweet Home, da sind wir wieder. Türe zu, wir krabbeln hier rum. Müssen noch fix alles wegräumen hier. Aber bevor wir alles wegräumen, ich glaube, das haben wir einmal, das haben wir einmal. Das sind verschiedene, ne? Was ist das hier? Ammo Bench und Gun Bench. Kennen wir schon. Zerlegen ist S. Zerlegen. Zerlegen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das kennen wir noch nicht. Für so mehr Schaden angepanzerten Gegnern. Nice. Alles, was wir noch nicht kennen, lernen wir jetzt mal gerade. Den hier können wir, glaube ich, zerlegen. Ne? 1500 kommt. Boah. 1500 kommt raus. Dann tun wir den mal einschmelzen. Mal gucken, ob da mehr rauskommt. Das ist wieder Munition. Die können wir gut verkaufen. Machen wir erstmal hier.
Aufpassen. Aufpassen. Und dann müssen wir noch die Gunpresse bauen, auf jeden Fall. Und wir müssen mal gucken, wie wir das ein bisschen tiefer legen, unsere Warden Base, ne? Ich glaube, das Tieferlegen ist einfacher als nach oben bauen. So wie es schon geschrieben wurde. So, Mods. Da haben wir eine Mod. Sonst noch irgendwo Mods. Da ist eine Mod. Da ist eine Mod. Auch wenn wir die eigentlich nicht benutzen. Wir tun die jetzt mal da rein, ja? So. Hier sind Samen und Dosen. Was ist das? Samen, Samen. Eieiei, so viel. Zerleg das ganze Zeug hier mal. Verbrochenes Glas ist uns egal. Das kann auch noch zum Händler hier. Zum Händler. Wir müssen bald wieder zum Händler den Käse verkaufen. Auch wenn ich keine Lust habe. Das hier kannst du mal lernen. Den behalten wir. Alles, was wir schon kennen, kommt weg. Cabbage. Das ist das Kopfsalat, glaube ich, ne? Weg damit, weg damit, weg damit. Hier ist nochmal Benzin. So. Die hier bringen 102. Machen wir weg. Wir haben ja innerhalb von Sekunden haben wir den ja offen. So. Dann können wir hier nochmal hin essen. Da ist der Salat. Jetzt haben wir hier 7 Stück. Die können wir reinpacken. Da haben wir schon wieder 15. Da können wir dann bald gucken, was wir da als nächstes freischalten. Fahrzeuge. Wupp. Batterien müssen weg. Die Motoren auch. Zu viel von dem Zeug. Sandsteine, schmeiß mich weg. Bergbau, weg damit. So, Elektrik. Da ist ja viel drin, ne? Chemie und Benzin. Okay. So, dann lass mal gucken. Wir haben ja hier. Haben wir Messing drin, aber leider kein Blei. Pack mal rein. Pack mal rein. Der Messbecher bleibt hier. Hier können wir jetzt mal öffnen. Öffnen. Eisen. Dann tun wir das auch noch da rein, so. Obwohl, warte, wir tun erst die rein. Ja, können wir hier nochmal ein bisschen Eisen... Da sind 42.000 Eisen drin und Lehm. Okay. Okay. Wie viel könnten wir denn hier machen? 2. Weil wir keine Steine drin haben. Die sind drüben drin, ne? Dann warten wir mal gerade, bis die hier fertig sind. Sollte ja relativ schnell gehen. Können wir die nochmal aufmachen? 100 Schuss... was ist hier drin? Donnerbüchsenmunition mal wieder. Genau. Rezept, Donnerbüchsenmunition. Ach, weißt du was? Schmeißen das jetzt einfach weg. Brauchst du sowieso nicht. Wir brauchen keine Donnerbüchsenmunition. Gegen die Zombies, die hier kommen, nützt die Donnerbüchse überhaupt nichts mehr. So, das kann fröhlich munter vor sich hin einbrennen. Da sind noch 6 Öl, die wir rausholen könnten. So, was haben wir jetzt hier? Waffen und Munition. Wir müssen ja auch noch die wie heißt es hier, die Waffenschränke bauen, ne? Müssen wir ja auch noch. So. Ich weiß gar nicht, können... Nee, die können wir auch nicht. Dafür brauchen wir auch die Gun Repair Kits und nicht die normalen, ne? Ich meine, immer du brauchst für die normalen Waffen hier, ne? Die Reparatur Kits, aber da brauchst du ja auch die Gun Repair Kits für. Das ist echt schlimm. So, den kannst du da rein tun. Mittlerweile sind es 9. Die 3 tun wir mal auf Seite. Erste Hilfe. Können wir der Drohne geben. Das Öl können wir hier rein tun. Haben irgendwie gar nichts, ne? 33 Kleber. 10 Klebeband. Wir sind voll arm. So, das hier ist... jetzt mach mal... Was ist das Ding denn? Ist hier drin... Da war das hier drin. Ja. Hier muss das gewesen sein, ne? Mal gucken. Magnum. Class Gunman. Starter Class 0 von 1. Lull. Kannst du das hier noch ändern? So, wenn, dann mach mal überall. Wieder ans F gekommen. Und die Gunbench kennen wir doch. So, wo war das denn jetzt, ey? Gunbolt. Ah, ja. Ah.
Presse hier. Bullet Press. Die war's, genau. So. So, Beschreibung. Okay. Eisenstahl, Teile, Schraubenfedern. Dann gib mal her. Ich bin mir gedrückt. Eisen, Stahl, Schraubenfedern und Teile. So. Können wir die hier machen? Bullet Press. Fertige mal. Überhaupt keinen geschmiedeten Stahl mehr hier liegen, ne? Fällt mir gerade ein. So. Ist das Ding fertig? Ich hoffe doch. Dankeschön. 1000 EP dafür. Ah ja. Kriegen wir jetzt hier rein? Ne, hier nicht. Hier? Nein. So. Was ist denn hier? Kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird? Die Qualität des gefertigten Gegenstands wird durch die vorherrschende Eigenschaft bestimmt, wie etwa Schrotflinten-Messias für alle Schrotflinten. Okay. So, Bullet Press-Schematik. Ja, das weiß ich auch. Wo kommt die nochmal hin? War das hier noch nicht gebaut? Doch, da ist doch die Ammo-Bench, ne? Warte, wir wollten ja hier gucken. Was kommt hier rein? 500 Automax Rounds, okay. It is a semi-automatic version of the United States Military M16 Rifle. Gib mir mal gerade. Das sehen hier. So, HD Ammo, Punkt 500 mm. Lass mal gucken. Punkt 500 mm. So. HD Bullet Press erforderlich. Ja, das kannst du hier gar nicht bauen. Das heißt, wir müssten noch Ammo Bench, ne? War die hier oder? Mal gucken. Ah, die Ammo Bench, die haben wir doch schon gebaut, oder? Haben wir die echt noch nicht gebaut? Haben wir die noch nicht gebaut? Na, dann wird's aber Zeit, wa? So. Eisen, Plastik, Schraubenfedern, wie immer. Jawohl, und Teile noch. Ich könnte jetzt schwören, wir haben die gebaut. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall gebaut. Pack mal alles rein. Weißt du, mach mir hier Gedanken, ne? Über die Bullet Press. Und dann haben wir... Ups, da haben wir das andere noch gar nicht gebaut, weißt du? Gucken wir mal gerade hier ein bisschen aufwerten. So, schon mal zwei hoch, dass wir das hier alles haben. Hier war das, ne? Genau. Gib mir die mal. Gib mir den mal. Punkte können wir auch noch verteilen, ne? Ich Experte. Bis wir das hier fertig haben, müsste die Dingens dann fertig sein. Die Werkbank. Was sind die guten Sachen? Die kommen jetzt hier runter. Weg damit. 6000 Brass haben wir. Können wir hier oben gucken gehen. Die müsste ja jetzt fertig sein, ne? Jawohl. So. Hui. Können wir hier nebenstellen, oder? Würde ich sagen. Die Frage, wie rum? So rum? Nein, wenn dann so rum, ne? Lieber dahin. Aber die passt doch. Die passt genau hier rein. Perfekt. Dann kommt sie hier hin. So, und hier kommt jetzt auch die Gunpresse rein. Sehr gut. Dann können wir jetzt gucken. Punkt 500. 500, nicht 5600. So, das wäre die hier, ne? Schossspitze, die haben wir auch in HD. Dann kannst du, in HD sage ich schon, ja, dass die Gegner anbrennt. Aber da brauchen wir einen Holo-Tipp. Hier brauchen wir auch noch HD-Elektrolyte. Ich glaube, das lassen wir mal.
Wo ist jetzt der... Ah, das ist Automax. Das ist eine Kiste. Okay, dann müssen wir hier. 222. Okay. Packen wir mal an die Favoriten hier. Das heißt, die könnten wir jetzt herstellen. Haben wir schon Schießpulver, Geschossspitzen und Patronenhülsen? Müssen wir mal gucken. Patronenhülsen haben wir alles hier. Dann gucken wir doch mal, dass wir da ein bisschen was für kriegen, oder? Sehr gut. So, wupp, 762 Schuss. Der Rest kommt mal hier hin. Ich weiß nicht, wie groß die Stacks hier sind. Müssen wir gucken. So, während der da rumklickert, können wir mal gerade die Punkte verteilen. Wo waren wir dran? Beim Scavenger, glaube ich, ne? Jo. Hier, dass wir Damage Resistance haben. Für die Hordennächte und so. Falls wir dann doch mal auf den Boden müssen. Sieht gut aus. Eine Minute 40 noch. Dann sind die Schüsse fertig. Nice. Richtig nice. Dann können wir mal gucken, was die Waffe so kann. So, wie viel Schaden wir damit machen vor allem. Zerlegen. Klick weg. Aber wir können auch mal gucken, ob wir die verändern können. Verändern können wir. Manufactured with extensive use of aluminium alloys and synthetic materials. Okay. Tactical. Oh, ja, die müssten wir doch auch irgendwo bauen können, oder? Wir haben die hier gebaut, dann müssten wir hier eigentlich die Mods und Lesestoff. Guck, hier haben wir die nämlich alle. Punisher Scope und was weiß ich. Oh, das können wir alles noch nicht, ne? Ne, wo schalten wir die denn frei, wenn ich fragen darf? Tactical AR Silencer. Tactical AR Scope, siehst du? Die kann man hier nicht bauen. Da müssen wir mal gucken, was es hier noch für Benches gibt. Picks Bench haben wir, Workbench haben wir, Gun Bench haben wir, Ammo Bench haben wir. Müssen wir mal gucken, wo es die gibt. So. Ist immer noch dran. Klar. Alter, Alter, gib mal gerade her. 600 Schuss reichen. So, 35 Schuss. Ich will das jetzt mal testen. Vielleicht gibt es jetzt nicht einen Zombie. Hallo. Komm, wir gehen mal gerade zu Fuß. Uns passiert ja nichts mehr hier. Hui. So, jetzt muss erstmal der Baum da dran glauben. Der geht mir tierisch auf den Keks. Er pflanzt nur sowas hier hin. Und dann auch noch mit einem HP. So, wir sind dann gleich wieder unten, ne? Bei der Bleimine da hinten. Könnte man eigentlich mal hingehen. Guck mal, da vorne läuft doch einer, ne? Oder? Jo, guck da. Oh. My senses have picked up something. Ganz gut. Ganz gut. Gefällt mir. Auch der Sound. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, aufsitzen. Da hinten laufen wir noch ein paar durch. So. Hier hin. Miep, miep. Da ist noch einer. Hier, bei unserer Bleimine. Man sieht das schön hier, ne? Guck's dir an. Ruhe im Karton. Eisen, Blei und Blei. Sehr gut. Hier können wir fett Blei sammeln. Ja, wo fliegt das Kackvieh? Oh, da läuft wieder ein Wendigo. Komm her, so. Da lief ein Wendigo. Entschuldigung. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. So, ich sammle jetzt ein bisschen Blei. Wir sehen uns dann am frühen Morgen wieder. Und wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.